Sucht bedeutet eine zwanghafte Abhängigkeit von bestimmten Substanzen, aber auch Verhaltensweisen oder Tätigkeiten. Suchterkrankungen sind weit verbreitet. Besonders Menschen in herausfordernden Situationen tendieren dazu. Also kann das Spannungsfeld Familie und Beruf teilweise der Auslöser einer Sucht sein. Gründe für das Entstehen einer Sucht: Suche nach Entspannung, Ablenkung von Problemen, körperliche oder nervliche Überlastung, Möglichkeiten zum Abschalten, Wegleistungsfähigkeit zu erhöhen, Bekämpfen körperlicher oder nervlicher Symptome. Sucht entwickeln können Menschen zu ganz unterschiedlichen Dingen. Es gibt stoffbezogene Süchte wie zum Beispiel die zu Alkohol, Medikamenten, Zigaretten oder Kokain. Dabei wird zwischen legal und illegal verfügbaren Drogen unterschieden. Darüber hinaus gibt es nicht stoffbezogene Süchte. Die bekanntesten Süchte dieser Art sind Hirnspielsucht, Kaufsucht oder Sexsucht. Die meisten Suchterkrankungen sind mittlerweile offiziell anerkannt. Ein Suchtkranker kann daher entsprechend Hilfe in Anspruch nehmen. Akute Auswirkungen einer Sucht sind also als Grund für Krankschreibungen, ärztliche Behandlung, Krankenhausaufenthalte und Therapiemaßnahmen anerkannt. Es gibt in Deutschland auch unabhängig von medizinischer Betreuung breit gefächerte Hilfs- und Beratungsangebote für Suchtkranke und deren Angehörige und Freunde. Solche Angebote gibt es auch speziell für Arbeitnehmer und Arbeitgeber, die direkt oder indirekt mit Suchterkrankungen zu tun haben. Diese reichen von Informationsportalen im Internet über professionelle Hilfsorganisationen bis hin zu Selbsthilfegruppen, die direkt von Betroffenen betrieben werden. Ganz wichtig bei der Bekämpfung einer Suchterkrankung ist immer die Erkenntnis, dass man es nur in sehr seltenen Fällen allein schaffen kann. Hier ist das Aufsuchen eines Arztes, die Inanspruchnahme von medizinischer und psychologischer Betreuung sowie der Besuch von zum Beispiel Selbsthilfegruppen dringend zu empfehlen. Aus Arbeitnehmersicht ist zudem besonders wichtig, die Suchterkrankung dem Arbeitgeber sowie der Krankenkasse gegenüber ehrlich mitzuteilen. Nur in diesem Fall tritt zum Beispiel der Kündigungsschutz wegen Langzeiterkrankung ein.